Meine Damen und Herren, ein riesiges Geschrei-Musik. Kommen wir mal ein bisschen Musik hier erstmal. Ein bisschen mal die Stimmung in die Bude bringen. Und langsam auspacken. Lassen wir erstmal die Musik knallen, ne? Da kommt nämlich schon der erste Karnevalswagen. Machen wir ein bisschen Konterprogramm, Junge. Damit alle auch Bescheid wissen, es ist Karneval. Und wir schreien. Alarm. So, meine Damen und Herren, willkommen zum neuen K-Vlog. Ich fahre wohin? Das ist Grundvoraussetzung eines jeden K-Vlogs, dass ich wohin fahre. Ich dachte mir, ich vlogge heute mal wieder ein bisschen im K. So setzt sich das Wort auch zu. Ein bisschen leise ist jetzt schon, ne? August Burns Red muss nämlich durch die Karre scheppern. Ja, Entschuldigung. Hier sind ganz viele Jecke unterwegs, überall links und rechts, weil wir haben wieder Karneval. Saufen, Sirenen, Sieg. Ja, aber ihr kennt ja die 3S des Karnevals, Saufen, Sex und Sirenen. Die Essenz des Karnevals heutzutage ist, spätestens um 16 Uhr komplett kotzend in irgendeiner Ecke zu liegen. Die Tradition des Karnevals feiere ich definitiv. Das gehört zum Deutschland! Das gehört einfach zu Deutschland, es gehört einfach zum Rheinland dazu. Die traditionelle Ansicht des Karnevals, ne? Das Schmücken, der Umzug, der Zuchke, die Kamelche. Hackbrötchen, Mettbrötchen, Zwiebelmettbrötchen, Schafskäsemettbrötchen. Met mit Metbrötchen und Brötchen generell, ne? Das ist Tradition. Aber heutzutage heißt es nur, wo ist der Druck? Ich brauche mehr Druck auf dem Tank. Ah! Okay, danke, jetzt kann ich kotzen. Gute Nacht. Muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er da mitrührt. Aber bitte erzählt mir nicht mehr von wegen Karneval. Das ist so schön die Tradition. Leckt mich am Arsch. Die Jugendlichen unserer Zeit wissen noch gar nicht mehr, was Tradition ist. Dürfen wir saufen auf der Straße? Ja, dürft ihr. Offiziell? Ja. Kriegen wir es auf die Fresse dafür? Nein. Okay, dann machen wir es jetzt. Moment mal. Ihr dürft auch so immer und überall auf der Straße saufen. Hä? Das ist nämlich das Weirde, wenn man nicht an Karneval teilnimmt und man dann seinen Leuten sagt, und was machst du an Karneval? Ja, ich bin gerade zu Hause, ich chill hier, ich trinke gerade mein drittes Bier. Was? Wie, du trinkst ein drittes Bier? Um die Uhrzeit? Aber wenn man das Ganze in einem Kostüm macht und nicht mit Bier, sondern mit zwei Flaschen Korn, dann ist das schalalalalalala heuchlerische Drecksscheiße. Sorry, dafür kann ich mich nicht mehr begeistern. Aber auf der anderen Seite ist es einfach auch wirklich lustig. Man muss es einfach mal so sagen. Wenn man sich dann da rein begibt und dann auch entsprechend Druckbetankung betreibt, ist das wirklich geil. Also da einfach mal komplett durchzutillen, finde ich auch mega lustig, grundsätzlich. Aber dann sagt es auch so, dann sagt es auch, wir saufen uns den Arsch weg. Kommt mir nicht mehr mit Tradition. Was hast du denn da für ein Kostüm an? Jetpilot, FBI, Polizei, aber alles Ami-mäßig, weil unsere Polizisten sind nicht cool genug. Beziehungsweise dann wird man wahrscheinlich verwechselt hier und alle hören auf zu saufen. Dann nennt das Kind beim Namen, wo Malle noch Malle war. Wenn ich da gesagt habe, ich fahre nach Malle, dann weiß auch jeder, was ich da mache. Außer ich fahre in die entgegengesetzte Ecke der Insel und guck mir das Land an. Okay, das muss ich aber auch nachweisen. Ja, ich mach das Ding an. Oder wahlweise werde ich fast geblitzt, dann hätte jetzt auch Licht für einen kurzen Moment gehabt. Was ich damit nur sagen will, ich habe nichts gegen das Prozedere, aber ich habe was gegen diese scheinheilige Scheiße. Ja, wir gucken das wegen dem Zug. Wie schön die Kostüme. Ja, ja, wenn ich alle Kostüme doppelt sehe, dann sind die richtig schön. Also bitte, dann sagt auch, ey, wisst ihr was? Die Woche war scheiße. Oder sagt, ey, mein Job ist scheiße. Oder sagt, ey, meine Kinder gehen mir auf den Sack. Ich will jetzt einfach mal saufen. Weil wenn es irgendwo okay ist, dann ist es an Karneval. Also macht es, habt meinen Segen, ha, und gebt Gas. Aber kommt mir nicht mit Tradition, bitte. Wenn ich mich als FBI-Typ verkleide mit einer Sonnenbrille, also quasi komplett weg von der deutschen Tradition, noch nicht mal als Deutscher Staatsdiener verkleide, sondern mich als amerikanischer Staatsdiener verkleide, dann hat das Ganze gar nichts mehr mit Tradition zu tun. Und das machst du nur, weil du damit cool aussiehst, weil in diesen Westen ganz viele dicke, packte, muskelähnliche Wichsdinger drin sind und dann die Mädels ankommen und sagen, ach schau mal, das ist ein FBI-Agent. Der ist so sexy. Dem läuft dir ein bisschen Kotze runter. Aber der ist trotzdem so sexy. Natürlich bist du damit sexier als Obelix oder als irgendein fetter Gallier verkleidet oder so. Kommt natürlich auf dich selber an. Wenn du natürlich selbst schon schön ein schöner Mensch bist, dann kannst du dich auch als Porree verkleiden. Dann bist du nämlich kein Lauch. Pardon. Dann zieh doch weg. Nein, ich bin ein Rheinländer. Nur, ich bin für offene und ehrliche Machenschaften. Aber nennt das nicht Traditionsbewusstsein. Ich bitte euch.
Ich habe wahrscheinlich mehr Ahnung von deutscher Tradition als ihr. Und das mit diesen Dritte Reichsstimmen, ihr wisst ja, wie das gemeint ist. Die sind einfach deutsch, diese Stimmen, das passt einfach. Warum ist jetzt wieder Stau? Es ist fucking Sonntag und alle Leute sind am Saufen. Lasst doch wenigstens die, die Auto fahren und nicht besoffen sind und auch nichts getrunken haben, möchte ich an dieser Stelle anmerken, dann geradeaus weiterfahren. Kann ja wohl nicht wahr sein. Oh mein Gott, Bitch. Ja, bevor ich jetzt wieder... Oh, guck mal, ein Klassiker. Es sollten wir nicht so Schlangenlinien fahren, sonst heißt es gleich, mach jetzt ranfahren. Der heutige K-Block ist ein K-Block, das K-Block ist der K-Block. Der K-Block ist ein K-Block, ist ein K-Block, ist ein K-Block. So wie die Rose ist eine Rose, ist eine Rose, ist eine Rose. Nur in meinem Fall ist der K-Block, ist der K-Block, ist der K-Block, ist Kafka. Ist Kafka. Warum wollt ihr alle in meine Richtung? Das gefällt mir nicht. Von 50 blinken 49 rechts. Und ich auch. Das macht es dann zu 50 komplett. Generell mal die Leute, die Karneval begeistert sind. Schreibt doch mal unter in die Kommentare, wie ihr das seht. Seid ihr auch die, mir ist es scheißegal, ich gehe nur zum Saufen hin? Oder meint ihr wirklich, dass das heutzutage noch was mit Tradition zu tun hat? Das würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Würdet ihr das Ganze noch traditionell bedingt sagen, dass man sagt, ja, da ist noch der Geist des Karnevals vorhanden? Oder geht es hier einfach tatsächlich nur noch drum, man hat einen Freifahrtschein für fast alles, außer das Gesetz zu brechen? Aber das Gesetz brechen wahrscheinlich auch viele an diesem Wochenende bis Aschermittwoch. Aschermittwoch ist alles vorbei und danach beginnt die Fastenzeit. Also, ich weiß es einfach nicht. Es geht um Saufen, Mann. Ist doch voll in Ordnung. Ist doch Chillemille. Hat doch alles seine Vorteile. Man ist in guter Stimmung, man kann feiern. Man kotzt vielleicht das ein oder andere Mal, aber... Ja, was ist los? Man lässt mal die Sau raus. Aber im Karneval kann man komplett durchdrehen. Man kann irgendein Alias sein, den man gern wäre. Zum Beispiel Jetpilot, FBI-Kommissar, FBI-Oberwachtmeister. Und man kann einfach mal die Sau rauslassen und saufen. Da sage ich auch, ey Leute, ihr habt meine volle Unterstützung. Gebt Gas. Lasst mal die Sau raus. Lasst einfach mal den Chef, den guten Mann sein lassen und haut euch weg. Das machen alle mal. Das machen alle mal. Das brauchen auch alle mal. Wir brauchen einfach mal die Sau rauszulassen. Wenn wir den ganzen Tag in Hemd und Zwirn rumlaufen und Krawettchen hier und schauen Sie mal, guten Tag. Dann ist auch irgendwann mal Feierabend. Der Mensch ist eigentlich nicht so, wie wir uns immer geben jeden Tag. Und deswegen ist die Sau rauslassen vollkommen angebracht. Aber lasst es mit der Tradition. Das ist nur eine faule Ausrede, die gar nicht angebracht ist, weil jeder weiß es. Ist ja noch gesperrt, ich kotze. Ist das dein Ernst? Ja, macht er das jetzt weg oder nicht? Sowas zum Beispiel. Weißt du, da willst du irgendwo hinfahren, hast die Straße gesperrt, obwohl der Zug schon weg ist. Ussflippe. Ich fahre im Kreisverkehr so lange, bis dieser Polizist, der unglaublich langsam sich bewegt, diese Straßensperre weggeräumt hat. Oh, da ist sie weg. Ich musste nur 3 Runden fahren. Tut mir sehr leid, dass sie jetzt arbeiten müssen. Ja klar, du bist Polizist, du darfst über die Straße laufen. Weißt du, das meine ich immer. Ich fahre den jetzt fast platt und dann, wo lande ich dann? In Guantanamo? Oder was? Macht der einfach nur so. Ey, ich darf hier drüber. Junge, bist du besoffen? Ja, der ist auf jeden Fall besoffen, ey. Krasser Typ. Hat noch nicht mal seine Seitenspiegel ausgeklappt. Ah, Karneval. Hallo, Fellow! Mir fehlt gerade der Alkohol, sonst würde ich jetzt hier mitschreien. Also der BMW vor mir ist definitiv komplett Hacke. Der fährt so unglaublich langsam. Und es ist ein Ahrweiler, ne? Ahrweiler Kennzeichen. Das sind mir die allerliebsten. Warum? Das erzähle ich euch. Die können nicht Auto fahren. Ich weiß nicht warum. Es tut mir sehr leid. Wer jetzt da wohnt und so ein Kennzeichen hat, ist... Könnt mich gerne mal vom Gegenteil überzeugen, aber 80-90% von euch können nicht fahren. Ich bin jetzt angekommen, wo ich hin wollte. Und ich glaube, ich werde definitiv keinen Parkplatz kriegen. Das kann ich mir von der Backe streichen. So, ich habe so komisch weit weggeparkt wegen dem ganzen Verein. Ja, meine Damen und Herren, ein kleiner kurzer K-Block heute. Hier noch eine kurze Info, meine Band All My Pride und ich, oder wir, ist es immer komisch zu sagen, also wir als All My Pride, haben unser erstes Musikvideo fertig und das kommt die nächsten Tage auf meinem Kanal raus. Ihr werdet bei Instagram, bei Facebook und hier natürlich noch informiert darüber, genauestens, wann und wie und wo, damit ihr den Release nicht verpasst. Und ich freue mich sehr, deswegen war jetzt in letzter Zeit ein bisschen ruhiger auf Insta und so weiter, weil wir da jetzt echt dran das Video vorwärts gebracht haben. Und es ist so gut wie fertig, es ist so gut wie im Sack. Wieder alles self-made, können wir gut uns auf die Schulter klopfen. Es hat echt gut funktioniert und ich danke meinen Jungs dafür, für all das Engagement. Dazu aber auch mehr dann in dem Video selbst oder beziehungsweise in der Beschreibung und zu dem Video, was noch folgen wird. Deswegen sage ich jetzt erstmal auf Wiedersehen und ja. Wir sehen uns im nächsten Video. Checkt, wie gesagt, Instagram aus, Link in der Beschreibung. Da bekommt ihr immer die neuesten Infos, wann welche Videos wie kommen und auch, wann das Musikvideo kommen wird. Also, viel Spaß damit und ciao!